Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Evoland 2. Wir haben in der letzten Folge vor allem versucht, die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und jetzt können wir endlich die sechs Wikinger zu einem Duell herausfordern, um das Eisfragment zu erspielen. Also fangen wir doch gleich damit an. Seid ihr zum Duell bereit? Ja. Also, wichtig ist jetzt vor allem, dass man das Konzept versteht, wie hier Spells gecastet werden können. Ich habe das ja letztes Mal schon ein bisschen versucht, also wir müssen hier mindestens drei gleiche haben. So zum Beispiel nicht, aber so. Und damit bekommen wir Kristalle und unser Gegner auch. Und das nicht wenige. Genau, und wenn man genug davon hat, dann kann man den Gegner angreifen. Und das muss man jetzt natürlich intelligent machen. Im besten Fall. Und dann verschwinden natürlich die Kristalle. Ja, und ich merke gerade, sehr fragwürdig, was ich hier machen kann. Okay, also er kann, wenn er diesen Teil hat, eine Attacke durchführen. Und wenn er 7 rote hat, dann kann er auch irgendwas machen. Und genauso können wir unsere drei Begleiter irgendwie verwenden. Ja, ich bin nie besonders gut in solchen Spielen gewesen, weil ich sie nicht besonders oft gespielt habe. Aha, anscheinend können wir aber auch so angreifen. Ja, schauen wir einfach mal. Es macht natürlich irgendwie Sinn, unten möglichst viele gleiche zu haben, weil dann ja mehr frei wird. Das hier zum Beispiel könnte sich... Nein, nicht ausgehen. Kommt mir auch irgendwie sehr viel nach Glück vor. Irgendwie erwische ich nämlich nur immer welche, die bestialische ansteuern. Uff. Ich erwische nämlich immer nur Dreier. Das ist nicht so leicht. Okay, jetzt zum ersten Mal zwei. Okay, wenn man ein Schwert bekommt, dann kann man angreifen. Okay, wir sollten uns definitiv heilen lassen. Was ist das für ein Hinweis da? Okay. Okay, ich weiß nicht, ob uns das Gold so viel hilft. Ich frage mich auch, warum können wir da jetzt nicht die Fina summonen? Okay, können wir doch. Hoppla. Okay. Da war ja was. Hier immer der Hinweis, den wir bekommen. Okay, da können wir einen Dreier zerstören. Ein 3x3, eine 3x3 Matrix. Tja. Was auch immer das bringt. Probieren wir das einfach mal aus. Und wir haben gewonnen. Wie auch immer das passiert ist, aber wir haben gewonnen. Ich wurde geschlagen? Unmöglich. Und wir haben den ersten Wikinger besiegt. Ich hätte es selber nicht gedacht und ich wusste auch nicht, wie es funktioniert, aber egal. Seid ihr zum Duell bereit? Ja, natürlich. Okay. Also,
glaube, wir können auf jeden Fall die Hinweise benutzen. Aha, und dadurch bekommen wir... What? Ich weiß nicht, wie legal das ist bezüglich Cheaten und so, aber das Autocomplete erweist uns gute Dienste. Vermutlich ist das Spiel sich bewusst, dass nicht alle, also dass das Zielpublikum nicht unbedingt oft solche Spiele spielt. Wenn ihr doch solche Spiele öfter spielt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Also, ich werde jetzt mal nicht den Hinweis verwenden, sondern das hier. Wir werden eh sehen, was uns das bringt. Die Autocomplete-Hinweise sind, glaube ich, trotzdem nicht schlecht. Versuchen wir mal, das Eis auch zu entfernen. Puh. Boah, der Gegner hat aber schon ziemlich starke Kaskaden, muss man sagen. Und ich habe hier keine blauen Steine für die Finale. Blaue Steine, wo seid ihr? Sieht nicht gut aus. Vielleicht kann man sich auch noch irgendwie was Besonderes kaufen. Ansonsten vertrauen wir mal einfach auf das Autocomplete. Aber ich glaube, das bringt uns nichts mehr. Ja, wir sind kurz davor zu sterben. Oh nein, tja. Das war's dann. Ich wusste doch, dass ihr nicht weit kommen werdet. Vielleicht kann man sich ja wirklich noch irgendwelche besonderen Fähigkeiten kaufen. Möchtet ihr die Turniere gehören? Nein, ganz wie ihr wollt. Oder wir versuchen es mal mit jemand anderem noch. Was kann er? Was hat ihr zum Beispiel? Wir könnten ihn vorher noch duellieren. Ja, versuchen wir es mal mit ihm. Wir sind bereit. Es hat jeder Wikinger eigene Fähigkeiten, das ist auch sehr, sehr interessant. Okay. Ja, das hätte ich auch gemacht. Ich glaube, wir haben im letzten Spiel einfach nicht genügend gleiche Kristalle gehabt. Oh, er kann eine Wand machen. Ob das was bringt, wenn wir sie weiter einfrieren? Ich glaube nicht. Hat nicht besonders viel Leben, muss man auch sagen. Schon bei 42.
Sicher nicht mein bestes Genre. Wow. Hat doch sehr viel mit Glück zu tun, ne? Wir könnten das auch taktischer machen und die Kristalle, die er braucht, irgendwie zerstören. Das wären dann wohl vor allem die Roten. Und jetzt können wir ihn einfrieren. Oh, das führt auch seine Fähigkeiten an. Und jetzt der Rest. Das ist jetzt eigentlich egal. Ha! Sehr cool. Gar nicht übel, aber er könnte noch besser sein. Dem stimme ich zu. Den lassen wir mal aus. Wir werden jetzt mal die anderen duellieren. Seid ihr zum Duell bereit? Ja. Das ist faszinierend, dass jeder Wikinger eigene Fähigkeiten hat. Ja, ich hätte einfach meine Spielekarriere ein bisschen mehr Candy Crush anscheinend üben sollen. Dann wäre es vielleicht lockerer über die Runden gegangen. Das habe ich natürlich gesehen. Wir sollten die Roten wegnehmen. Das ist nämlich aggressiv. Und gleich einfrieren. Das ist nicht nett. Ich frage mich vor allem, was jetzt die vereisten Kristalle machen. Wie sollen wir das machen, wenn es sich dauernd wieder heilt? Ich hätte vorher schon die Fiener verwenden sollen. Vielleicht gibt es ja auch mehr als 6 Wikinger, die spielen. Und dann können wir uns die leichteren herauspicken.
Okay, das war wohl auch nichts. Ich wusste doch, dass sie nicht weit kommen werde. Probieren wir es nochmal bei ihm. Wenn wir es gar nicht schaffen, dann können wir immer noch. Das wird einen anderen probieren. Vielleicht sollten wir ihm auch einfach alle Blauen wegnehmen. Dann können wir. Da kann er sich nicht mehr heilen. Das wird jetzt unsere Strategie. Wir versuchen das mit Wissenschaft. Das gehört zum Beispiel uns. Jetzt hat er doch noch blau. Wir geben uns nicht geschlagen. Nein, es hat er doch welche. Das ist sofort zu verhindern. Dann zerstören wir die mal alle. Hä? Oh, halt pro grünem Juwel. Interessant, interessant. Bringen wir ihn mal ein. Ein Schwert wäre jetzt noch praktisch. Haben wir aber keins. Oh. Oh nein, er heilt sich. Jetzt. Na, wir schaffen es. Nein, er heilt sich. Oh Gott. Kriegen wir das hin? Nein, so knapp. Aber wir haben es fast geschafft. Ich hätte eine Fähigkeit einsetzen sollen. Aber es ist definitiv machbar. Und ein bisschen Taktik. Und ein bisschen Glück. Es ist natürlich auch sehr viel RNG dabei. Und wir sollten ihm die Blauen weggeben. Das ist ja unsere Taktik gewesen. Was nicht gut funktioniert, dann halt die Grünen. Oh, und es wird auch zusätzlich belohnt, wenn man 4 gleiche hat. Das kommt ja auch noch dazu. Dann sollten wir mal eben die Grünen wegnehmen.
Langsam kriegt man ein Gespür dafür. Oh no. Ich glaube, der Auto-Hinweis ist auch nicht so gut, weil er möchte mich irgendwie sehr oft zu Geld führen. Zwei Zusatzzüge. Warum habe ich jetzt eigentlich so viele Fähigkeiten? Nicht schlecht. Oh, wir können die Fähigkeit eigentlich sehr oft anwenden. Nein, wir können sie nicht anwenden. Tja. Er ist schon stärker, er hat doch 80 Leben. XP wären irgendwie auch cool. Er macht echt viel Schaden. Ich glaube, danach sollten wir es bei einem anderen probieren, wirklich. Das ist ja irgendwie schon noch ziemliches Pech. Nein, diese Runde haben wir echt nur Pech. Er ist einfach zu gut. Nein. Ich glaube, wir probieren es wirklich mal bei jemand anderem. Jemand, der schwächer ist. Seid ihr zum Duell bereit? Ja.
Warum haben wir eigentlich schon zwei besiegt? Ah ja, genau, den anderen auch noch. Okay, er hat nur eine Fähigkeit, von denen braucht er jeweils zwei. Ist auch sehr interessant und spannend. Der hat aber 96 Leben. Das wird interessant. Tja, blockieren sollte man ihn irgendwie. Funktioniert nicht ganz. Okay, es ist eine Farbfähigkeit. Elementarangriff, wow. Schon echt stark. Da kann man auch nicht so viel machen. Da kann man ja gar nichts machen. Aber die Niederlage war unvermeidlich. Okay. Wir haben definitiv noch mehr Leute, die wir zum Duell herausfordern können. Was ist mit ihm? 72. Ich glaube, ich gehe jetzt noch den Lebenspunkten. Das sieht schon schwächer aus. Okay. okay. Das ist sehr interessant. Eisbeutel. Der kann sich natürlich auch heilen. Wo kann man verlassen? Wo kann man aufgeben? Ist nicht nötig. Versucht das nochmal, indem wir was trainieren? Indem wir weiter trainieren. Was sagt er? Ihr müsst 6 Krieger besiegen, bevor ihr mit unserem Boss kämpfen könnt. Vorher suchen wir es mal bei ihm. Zeit jetzt um 3 Uhr, ja. Oh wow. Es gibt aber auch nicht wirklich 4 in einer Reihe. Oh, ist das möglich? Nein, diagonal ist nicht möglich. Also es ist nicht leicht. Es ist auch sehr viel Glück, statische Ladung. Puh. Das zum Beispiel war ziemliches Glück. Mir auch so vor, als wenn es hier einfach sehr viele rote Kristalle gibt.
Er hat nur 14 Rote. Die kann er eigentlich auch behalten. Ich möchte eigentlich auch alle anderen zerstören, die nicht tot sind. Oh, er hat den Blitz. Was? Oh Mann. Ich wusste doch, dass ihr nicht weit kommen werdet. Okay, es ist OP. Der Blitz ist OP, weil er bringt uns bis zum Ende um. Wir sollten ihm keine gelben Teile geben. Wir sollten ihn rushen vielleicht. PS an mich, ihm keine gelben Dinge überlassen. Das ist ein Insta-Kill. Oder haben sie sich in Wirklichkeit bei jedem Wikinger-Duell irgendwas überlegt? So wie jetzt mit den Gelben. Nein, er hat die Gelben, ja. Er könnte theoretisch diesen Blitz jetzt anwenden oder so. Ja, wie soll man dagegen vorgehen? Das ist halt pures Glück. Ich probiere es noch einmal hier. Und dann möglichst schnell alles Gelbe vernichten. Gelb ist verboten. Vielleicht sollten wir noch einfach rushen. Gelb ist verboten. Nein, gelb, nicht kein Gelb. Ja, gefährlich viel Gelb. Dann werde ich das hier einfach mal zerstören. Aber es kommt immer mehr Gelb. Aber Rot wäre nett. Nein, jetzt können wir ihn töten. Möglichst noch ganz viel Gelb ausschalten. Puh.
Nicht leicht. Ich habe euch offenbar unterschätzt. Ich gebe mich geschlagen. Ja, also das war auf jeden Fall nicht leicht. Das eine Mal, wo wir vom Blitz ganz schnell gefinisht wurden, das hat auch definitiv was von, eben wie ich gemeint habe, komplettes Glück. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Hälfte aller Wikinger besiegt. Und wir werden das nächste Mal hoffentlich alle besiegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.